Hallo, der Andy von Screenshot hier und ja, mir ist irgendwie, als ich gerade so meine Videos durchgegangen bin und geguckt habe, was habe ich denn so? Ich habe ja gerade die Playlist für Unboxing-Videos zu Serienstaffeln, habe ich gerade mal durchgeguckt und da ist mir aufgefallen, ich habe zwar Unboxings zu Lost, Komplettbox und Staffel 2 und 3, aber erstaunlicherweise irgendwie habe ich die erste Box anscheinend vergessen. Aus irgendeinem Grund. Deshalb hole ich das jetzt mal eben nach. Das darf natürlich nicht fehlen. Also ganz klar, lang ist es her, aber damit ging es ja irgendwann mal auch los. Die erste Staffel von Lost. Die komplette erste Staffel als 7-Disc-Set auf DVD. So sieht das Ganze aus. Ziemlich massiv, ziemlich dicke Box. Dann. Hier ist so ein merkwürdiges Hologramm. Anscheinend hat man da Angst, dass irgendwo auf dem chinesischen Markt dann irgendwelche nachgedruckten Sachen auftauchen. Und ja, auch sehr schön damals noch ganz winzig klein hier unten das FSK 16 Logo. Und zwar auch auf der Rückseite und dann eben auch sehr klein. Hier wird auf die Extras der ersten Box nochmal angegangen. Das ist eigentlich wie bei allen anderen Lost-Boxen immer ziemlich umfangreich und es war auch bei der allerersten Box schon so. Ja, dann sieht man hier die einzelnen Schuber, weil nämlich also die ganzen Discs jeweils einzeln, mehr oder weniger einzeln verpackt sind. Also wir haben hier. Oh, es scheint ein wenig durcheinander zu sein. Da muss ich gleich mal gucken. Lost Volume 1. Die Episoden 1 bis 4. So sieht das aus. Ja, jetzt muss ich ein bisschen mal sortieren. Dann haben wir Volume 2, die Episoden 5 bis 8. Haben wir hier Volume 3 mit Charlie hier drauf. 9 bis 12 die Episoden. So sieht das aus. Wo haben wir die 4? Die 4, die 4. Die 4 haben wir hier mit Sawyer. Ganz genau. Die Episoden 13, 16, 13 bis 16. Und ja, da fällt auf jeden Fall auf, dass er in der ersten Staffel deutlich jünger aussah und die Haare noch nicht so lang waren. Ganz nebenbei gesagt. Dann Volume 5 mit Sahid hier vorne auf dem Cover und den Episoden 17 bis 20 auf DVD. So sieht Disc aus, Disc Nummer 5. Lost Volume 6 mit Soon und den Folgen 21 bis 24. Disc Nummer 6 ist das dann. Und dann haben wir hier Volume 7 mit allen Losties drauf. Und zwar ist dort die Episode 25 plus das Bonusmaterial. Genau, Episode 25 war Exodus, der dritte Teil. Und hier sehen wir die Extras, die Entstehungsgeschichte von Lost, alle Darsteller beim Casting. Das ist übrigens richtig lustig. Das habe ich mir mal angesehen. Dort sieht man zum Beispiel, dass Hugo sich eigentlich für die Rolle von Sawyer beworben hatte. Und das passt irgendwie gar nicht, wenn der nette Hugo so auf böse und arrogant macht. Aber also solche Sachen sind dort zu sehen. Das ist ziemlich cool. Dann haben wir zusätzliche, bisher unveröffentlichte Lost-Rückblenden, 13 zusätzliche Szenen am Set von Lost. Willkommen auch vorbei, das Making-of des Pilotfilms und noch viele weitere geheimnisvolle Entdeckungen. Also da kann man
ja, eine Menge Zeit verbringen und ist auch wirklich informatives Material dabei. Kann ich nur empfehlen. Ja, soweit das Unboxing zur DVD-Box von Lost, die komplette erste Staffel. Bis zum nächsten Video.